Landwirt Praxistest. Der Zweiachsmäher gilt als Standardmechanisierung zur Bewirtschaftung von steilen Grünlandflächen. Leider sind diese Maschinen sehr teuer. Eine preiswerte Alternative könnten Wendesitztraktoren sein, wie sie beispielsweise der italienische Hersteller Antonio Carraro produziert. Diese Fahrzeuge wurden ursprünglich für den Obst- und Weinbau entwickelt. Mit ihrem niedrigen Schwerpunkt, dem geringen Eigengewicht und ihren kompakten Abmessungen eignen sie sich aber auch gut für den Grünlandeinsatz im Berggebiet. Doch können sie dem Zweiachsmäher das Wasser reichen? Um das herauszufinden, haben wir beide Systeme miteinander verglichen. Der Landmaschinenhändler Ledeneck und Kögel stellte uns dazu einen typischen Wendesitztraktor von Carraro zur Verfügung, den TTR 7800. Unter der Motorhaube dieselt ein Vierzylinder-Triebwerk von Yanmar. Mit einer Nennleistung von 71 PS ist er auf keinen Fall übermotorisiert. Gerade für die Arbeit am Steilhang hätten sich unsere Testfahrer etwas mehr Leistung gewünscht, was Carraro mit anderen Typen auch anbietet. Die Bezeichnung Wendesitztraktor kommt vom drehbaren Fahrerstand. Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich der Sitz samt Armaturenträger und Lenkrad um 180 Grad drehen. So kann man bei jeder Arbeit in die bevorzugte Richtung fahren. Der Arbeitsplatz selbst ist einfach, aber funktionell. Gut gefallen haben uns die robusten Bedienelemente und die hervorragende Rundumsicht. Heck und Frontscheibe lassen sich öffnen. Sogar einen kleinen Beifahrersitz mit Staufach hat der Carraro. Punktabzug gibt es für den hohen Lärmpegel und den Getriebetunnel in der Mitte. Das synchronisierte Wendeschaltgetriebe bietet 16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgänge. Auf Wunsch gibt es ein elektrohydraulisch gesteuertes Lastschaltgetriebe und eine Wendeschaltung am Lenkrad. Hubkraft und Hydraulikausstattung sind für den Grünlandeinsatz mehr als ausreichend. Über den serienmäßigen Joystick auf der rechten Armlehne lassen sich die Anbaugeräte mit einer Hand bedienen. Der Wendesitztraktor ist schmäler als der Zweiachsmäher. Für die Arbeit in Schichtlinie braucht man früher Zwillingsräder. Gelenkt wird an der Vorderachse. Vorder- und Hinterwagen können sich um bis zu 15 Grad zueinander verdrehen. So bleiben die Räder auch in stark kupiertem Gelände am Boden. Trotzdem kommt der Carraro hier schneller an seine Grenzen als der Zweiachsmäher. Schuld ist der weit über die Vorderachse hinausragende Motor. Er macht das Fahrzeug sehr kopflastig. Diese ungleiche Gewichtsverteilung ist ein zweischneidiges Schwert. Mit einem schweren Mähwerk tut sich der TTR in Schubfahrt leichter. Anders ist es beim Kreiseln. Hier kann es passieren, dass man beim steilen Bergabfahren auf die Nase fällt. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Der Carraro TTR bietet viele Systemvorteile. An die alpine Leistung eines Zweiachsmähers kommt er aber nicht ganz heran. Spannend wird es beim Preis. Gut 58.000 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer verlangt Carraro für den von uns getesteten Traktor. Für einen vergleichbaren Zweiachsmäher muss man fast die doppelte Summe auf den Tisch legen. Wenn das kein starkes Argument ist? Unseren ausführlichen Testbericht mit allen Ergebnissen findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 4 2018.